Hi, ich bin Sönke, 26 Jahre alt, ich studiere in Vechta und ich bin unter anderem hier bei der Seebrücke Vechta aktiv. Das ist ein Ableger von einer deutschlandweiten Seebrücke-Initiative, also die gibt es in ganz vielen Städten und die setzen sich dafür ein, dass sich Städte zu sicheren Häfen erklären. Also ganz grob gesagt, dass Städte mehr Verantwortung übernehmen bei der Flüchtlingspolitik, sowohl der Bundesrepublik als auch der Europäischen Union. Vor kurzem ist die Frontex-Mission Triton ausgelaufen. Mit einem jährlichen Budget von etwa 30 Millionen Euro sollte sie vor allem in küstennahen Bereichen die EU-Außengrenze vor illegaler Migration schützen. Ja, also grundsätzlich geht es um das Gedenken der Menschen, die im Mittelmeer schon ertrunken sind, einfach weil es nicht genug Hilfe gibt, weil nicht genug getan wird. Und klar wollen wir mehr Unterstützer generieren für unsere Sache und auch einfach laut sein und sichtbar sein, weil wir in den städtischen Gremien natürlich unsere Forderungen vorantreiben wollen. Auch wenn es ich heute mit viel Wehmut erinnere und mit Schmerzen verbinde, zu Hause ist auch ein Gefühl, da wo Menschen sind, die mich lieb haben. Der Ort, an dem mein Bett steht und an dem meine Klamotten sind und meine Erinnerung, schöne und schlechte. O Heimat, verschleierst du die intelligenten Frauen durch die patriarchalen Gesellschaften im Osten? Nimmst du ihnen ihren Namen, ihr Recht und ihre Würde weg? Also es geht darum, in Deutschland haben sich mittlerweile eine ganze Reihe von Städten als Städte der sicheren Hafen oder Häfen dargestellt bzw. positioniert und gesagt, dass man sich mit den Leuten solidarisiert und dass man möchte, dass Leute aufgenommen werden. Und in Kloppenburg ist das vor einiger Zeit passiert, vor ein paar Wochen. Und wir in Vechta, mit Seebrücke Vechta, möchten natürlich, dass Vechta sich als Stadt der sicheren Häfen erklärt und sich damit solidarisiert. Und genau, die Grünen werden einen Antrag dazu stellen. Und da geht es darum, dass wir den am besten durchkriegen.